Hallo Freunde! Willkommen zu einem weiteren Video. Wenn ihr neu hier seid, mein Name ist Scott und ich bin in Chicago geboren und aufgewachsen und jetzt bin ich ein Ami, das lebt in Deutschland. Heute werde ich Maultaschen probieren. So, los geht's! Also, so geht die Geschichte. Die Mönche wollten während der Fastenzeit unbedingt Fleisch essen. Man soll in dieser Zeit kein Met essen, kein Fleisch essen. Also beschlossen sie, etwas sehr kleineres Fleisch zu nehmen und es mit etwas Gemüse zu mischen und es in einen Teig zu geben, der eine Ravioli oder Pierogi oder so. Die Mönche, the Monks oder Brüder, bedeckten es mit dieser Nudelhülle, damit Gott nicht sehen werde, was drin war, und sie damit durchkommen konnten, waren der Fastenzeit Fleisch zu essen. Also, lass uns probieren. Okay, jetzt probiere ich diese Maultaschen halbe diese Maultaschen, weil habe ich zwei verschiedene Rezepte, das muss ich probieren. Das muss ich heute probieren. Zuerst in Brühe, und das ist nur Wasser mit Gefro. Das mag ich. Oh je je. Okay, so. Zuerst ein bisschen Brot in Brühe. Oder Broth auf Englisch. Exzellente. Okay, los geht's. Wow, that is really good. Das ist echt lecker. Oh, meine Güte. Das ist echt lecker. Und die zweite Rezept kommt von meiner Kollegin Jessica. Jessica sagt, das muss man muss mit dieses im Pfanne gebratene mit Rührei. Ich komme gleich zurück. Und jetzt haben wir die Maultaschen mit Rührei. So. Dann probiere ich dieses. Und das sieht sehr gut aus. Und es riecht sehr gut aus. Das riecht lecker. Das riecht lecker. Okay, dann probiere ich. Oh, ja. Das ist lecker. Sehr lecker. Meine Frau sagt, dass sie mag dieses mit Spiegeleier. Und die Eier gelb. Wenn es liquidy, wenn es nicht fest, dann sie schneiden das und über die Maultaschen. Aber für mich, das ist besser. Danke, Jessica, für die Vorschlag. Sehr lecker. Okay. Das ist sehr lecker. Maultaschen. Sehr lecker. Vielen Dank, dass du hast dieses Video geschaut. Tut mir leid, mein Kopf ist ein bisschen heute Morgen. Ja, trotzdem, vielen Dank. Und vielen Dank für die so viele Kommentare an die anderen Videos. Das ist sehr cool, dieses Community. Das ist sehr, sehr cool. Und nochmal vielen Dank und schönen Tag. Tschüss.